Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine mexikanischen Hackbällchen vorstellen. Ein wenig spicy, lecker überbacken und das Ganze heute mal wieder im Opti-Grill. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alles was wir brauchen für meine scharfen mexikanischen Hackbällchen überbacken habe ich hier schon mal rausgelegt. Wir brauchen natürlich Hack. Ich habe hier reines Rinderhack genommen, also nicht halb und halb, ihr könnt auch halb und halb nehmen, aber Rinderhack finde ich mal etwas feiner im Geschmack und ist nicht ganz so fettig. Also hier Rinderhack, dann brauchen wir natürlich für die Hackbällchen ein Ei, das ich dazu gebe hier immer noch. Dann brauchen wir ein wenig Paniermehl, Mengen wie immer in der Infobox, und wir brauchen ein bisschen Taco-Gewürz. Auf der Seite hier also jetzt die Sachen, die wir für die Hackbällchen selber brauchen. Hier auf dieser Seite jetzt hier seht ihr, haben wir das, was wir für die Soße brauchen. Und habe ich jetzt hier eine Packung stückige Tomaten, natürlich ungewürzt. Ich finde die stückigen immer schöner als die passierten Tomaten. Die haben noch so ein bisschen Struktur. Dann brauchen wir zum Würzen hier Chiliflocken, denn es soll ja ordentlich spicy werden. Wir brauchen ein bisschen scharfe Barbecue-Soße eurer Wahl, was ihr so gerne nehmt. Wir brauchen so ein bisschen Zucker zum Ausgleich der Säure der Tomaten. Wir brauchen zwei Zwiebeln hier, eine große Knoblauchzehe oder zwei kleine, und damit es auch wirklich ordentlich spicy ist, hier zwei Chilischoten, die ich entkernen werde und klein machen werde. Und außerdem kommt in die Soße hier nochmal ein bisschen Sahne zum Abrunden. Ja, und das Ganze werden wir dann hinterher überbacken hier, und zwar mit ein bisschen Mozzarella, den ich hier habe geriebenen. Und dann habe ich hier so ein bisschen zerbröckelten Cheddar. Ich finde, das passt immer gut. Ja, das also zu den Zutaten, die wir brauchen hier für die scharfen mexikanischen Hackbällchen. Und ach so, eins habe ich noch vergessen. Ja, hier, wir haben ja noch hier Olivenöl. Wir brauchen so ein bisschen Olivenöl noch, ne, zum Anbraten nachher der Zwiebeln und der Hackbällchen. Das war's aber auch eigentlich, und dann können wir hier loslegen. So, und wir beginnen hier mit der Mischung der Hackfleischmasse, und das ist ganz einfach. Wir nehmen hier unser Rinderhack, mischen das Ganze mit dem Taco-Gewürz, dann geben wir hier unser Paniermehl noch dazu, außerdem ein Ei, und jetzt kommt noch dazu hier die Barbecue-Soße, die scharfe, nochmal so ein bisschen Feuchtigkeit auch im Hack haben. Ja, das war's. Und jetzt kommt Handarbeit. So, fertig. Unser Hack ist fertig gemischt. Und jetzt können wir auch schon Bällchen formen. So, das ist so meine Größe. Aber wie gesagt, das ist natürlich eure Entscheidung, wie groß ihr eure Bällchen machen wollt. Also ich neige immer eher dazu, lieber etwas kleiner als zu groß. So, fertig. Und jetzt können wir weitermachen, machen schon mal die Vorbereitung. Wer es nicht so scharf mag, der nimmt bitte die Kerne raus und schabt die vorher raus, bevor er die Chilischote schneidet. Die geht jetzt bei uns so in die Tomatensoße und soll eben die Soße wirklich richtig, richtig schön scharf machen. Ja, Vorbereitungen sind abgeschlossen. So, Opti-Grill ist aufgebaut. Und ich habe jetzt schon mal hier meine Backschale in den Opti-Grill eingesetzt, denn die brauchen wir jetzt. Und jetzt machen wir Folgendes, jetzt geben wir schon mal ein bisschen Olivenöl hier in die Schale. Nicht mehr, das reicht vermutlich schon. So, ich denke, mein Opti-Grill ist heiß genug. Er hat sich zwar nicht gemeldet, aber man sieht es hier schon, ne, hier beim Öl. Das ist heiß genug. Ihr wisst ja, Olivenöl nicht so hoch erhitzt, schon gar nicht, bis es raucht. Dann wird es giftig. Also ich denke, wir können mal loslegen hier.
Ja, das sieht doch schon gut aus. Das hört sich auch gut an. Wollen wir mal das mal alle reinkriegen. Ich habe gar nicht gezählt. Wow. So. Na, ihr seht, 15. Wie gemacht. Na, 15 Stück. Und jetzt lassen wir die ein bisschen anbraten. Ich mache jetzt auch zu und lasse sie ruhig ein bisschen brutzeln hier. Und dann drehen wir sie zwischendurch mal und im zweiten Durchgang nehmen wir sie wieder raus und machen die Soße. So, 5 Minuten waren meine Bällchen jetzt drin. Ich drehe die jetzt einmal. Oh ja, ihr seht schon, die werden schon wieder ein bisschen kross. Mal gucken, wie ihr am besten macht, ob es mit der Zange macht oder mit dem Löffel. Zweiter Durchgang nochmal. Ouch. 5 Minuten und dann kommen sie raus. So. Das waren jetzt die zweiten 5 Minuten, das reicht auch. Ne, ihr seht, die sind noch ein bisschen saftig. Die sollen ja jetzt nicht völlig ausderzeln. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere Boards raus. Und jetzt kommen als nächstes kommt die Soße. Na, ihr seht, das Eiweiß tritt schon aus hier. Ne? Also hier an den einzelnen Albondigas hier an den Boards. Und das bedeutet, sie sind auf jeden Fall fertig. Und die sollen dann hinterher noch ein bisschen nachziehen. So, erster Streich. Und jetzt nutzen wir natürlich gleich hier unser wundervolles Fett, unseren Geschmack, den wir jetzt hier in der Pfanne haben, um unsere Zwiebeln und den Knoblauch und die wundervollen Chili anzubraten. Das wäre jetzt eine Schande, wenn wir jetzt die Pfanne hier auswaschen würden. Das geht ja gar nicht. Und die lassen wir jetzt so ein bisschen anbraten. Die sollen jetzt ein bisschen Geschmack entwickeln. Dann kommen die anderen Zutaten zu. Gemüse ist jetzt hier wundervoll gebräunt, riecht auch schon ganz fantastisch und hat natürlich jetzt die Aromastoffe hier von den Fleischbällchen aufgenommen, von den Gewürzen. Weiter geht's. So, und jetzt ist es wirklich einfach. Jetzt kommen einfach unsere restlichen Zutaten außer dem Käse gleich hinzu. Upsa. So, jetzt mischen wir das Ganze ein bisschen. Das soll jetzt hier noch ein bisschen aufkochen. Und jetzt kommt auch hier nochmal unser Chili dazu, auch der Zucker, die Tomaten. So, und jetzt kommt auch hier die Sahne dazu. Und jetzt geben wir unsere Bällchen wieder dazu. Ja, das mal einfach habe hier mit der Hand, geht schneller. Und die sollen jetzt noch ein bisschen überbacken. So. So, und jetzt drehe ich die alle einmal so ein bisschen, damit die noch mal so ein bisschen was von der Soße hier abkriegen gleich, bevor ich sie jetzt mit Käse bestreue. Ah, seht ihr schon, das sieht ja alles ganz wundervoll schon aus. So. So, letzter. Ja, was fehlt? Klar, der Käse. So, und jetzt gebe ich zunächst mal hier meinen Mozzarella noch über meine Fleischbällchen und über die Soße hier. Erster Durchgang und zweiter Durchgang. Jetzt kommt noch hier der wundervolle Cheddar. Jetzt hier so ein bisschen über die Bällchen verteilen, halbwegs gleichmäßig und versucht, dass es irgendwie auch liegen bleibt auf dem Bällchen. Denn wir wollen ja die Bällchen überbacken so ein bisschen. Ein bisschen über Käse überbacken hier. Ja, du auch noch. Komm hier noch ein bisschen. Da, hier nochmal, hier, da, du hast auch nichts da. So, das sieht doch nicht schlecht aus, oder? Klappe zu. Und jetzt lassen wir das Ganze nochmal so erstmal 10 Minuten überbacken. Viel länger brauchen die, glaube ich, nicht mehr. So, 6 Minuten sind um, 6,5 Minuten, das reicht. Ich mache mal aus. Das reicht allemal. Wow. Also schon der Geruch, der hier durch die Küche zieht. Das reicht erstmal. Jetzt lassen wir sie mal einen Hauch abkühlen und dann schauen wir, ob es geklappt hat. Ja, sie sind noch nicht abgekühlt. Es hilft alles nichts. Ich kann nicht warten. Ich muss sie einfach rausnehmen jetzt. Ja, dann wollen wir mal schauen. Sieht super lecker aus. Riecht super lecker.
Wow. Und ihr seht hier, die Hackbällchen sind durch. Na, da ist nichts mehr zu meckern. Käse und Tomate und Knoblauch und Chili haben sich hier wundervoll verbunden. Da wollen wir mal probieren. Die leckeren mexikanischen Hackbällchen. Wow. Die sind wirklich geil. Die sind echt super duper lecker. Das Taco-Gewürz und der Chili-Pulver in dem Hack hat sich wundervoll verbunden mit dem Hack. Wir sind nicht trocken, wir haben genau den richtigen Biss, aber auch nicht super scharf, sondern wirklich so, dass man sie gut essen kann. Also ich glaube auch Menschen, die nicht gerne so scharf essen, können sie gut essen. Durch das Kumin, also Kreuzkümmel, so ein bisschen in der Gewürzmischung, hat man auch diese typische mexikanische Ausrichtung. Die Soße ist ein bisschen schärfer, aber durch die Tomate auch wieder etwas entschärft. Also frisch, super lecker. Tja, ich denke, meine scharfen mexikanischen Hackbällchen sind gut geworden, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.